Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Jetzt habe ich mal bei ChatGPT nachgefragt, wie die Sitzverteilung wäre, wenn wir hier in Deutschland eine direkte Demokratie hätten, also anteilsmäßig, wie da die Machtverhältnisse wären, wie in der Schweiz. Und das Ergebnis wäre ganz eindeutig. Und genau das ist ja auch jetzt gewählt worden vom Volke, weil die Macht geht ja vom Volke aus. Und wenn man das mal jetzt hier so eingibt und das ändern würde, dann bräuchte man jetzt diese ganzen Verhandlungen, die, ne, man hat es gewählt und jetzt sitzt man wieder Wochen und kommt nicht weiter, wartet jetzt, bis die Wahlen in Brandenburg vorbei sind und alles wird ausgesessen und das Volk sitzt jetzt da und wird jetzt wieder nicht weiter regiert, schlecht regiert und wir haben wieder eine Pattsituation. Schau mal rein, wie die Ergebnisse wären. Das wäre ganz eindeutig und da hätte man innerhalb von, erstmal würde das digital gehen, das sage ich ja auch schon in mehreren Videos. Und die AfD, zeige ich euch auch gleich, ist für eine direkte Demokratie nach Schweizer Modell. Mehr Demokratie kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil nochmal, die Macht geht vom Volke aus und wenn Wahlen was verändern würden, dann werden die abgeschafft. Aber das soll ja nicht abgeschafft werden, weil wir müssen ja mit den Gesetzen und mit den Verordnungen, mit den ganzen Bestimmungen, muss das Volk ja leben. Wir müssen Steuern bezahlen. Wir müssen hier die ganzen Neuankommenden aufnehmen. Das ist ja immer, wir schaffen das. Eine Frau Merkel nimmt ja keine Flüchtlinge auf. Oder die hohen Politiker oder die Megareichen. Die wollen keine Flüchtlingsheime in ihren schönen Quartieren haben. Die mauern sich ein. Aber bevor ich jetzt wieder abschweife, zeige ich euch mal eben die Ergebnisse am Beispiel von Thüringen. Und ich sage euch, ich zeige euch, wie ich das denn eingegeben habe. Könnt ihr selber machen. Gebt bei chatgpt.com ein, zeige ich euch oben noch gleich den Link. Dann könnt ihr das für alle, da kann man nachfragen und das ist ja die Datenbank, wo alles gespeichert wird und das direkt auswirft. Bleibt dran bis zum Schluss. Hochinteressant. Das wäre, was ich mir auch für Deutschland vorstellen würde. Aber das ist nicht gewollt, weil die ganzen Altparteien keine Macht und keine Kontrolle abgeben möchten. Und das passiert aber jetzt in Thüringen. Jetzt haben wir neue Parteien, AfD und BSW. Und vielleicht ist auch so eine Sarah Wagenknecht für eine direkte Demokratie. Vielleicht hat die da auch ein offenes Ohr für. Weil ich denke mir, Alice Weidel und Dr. Bernd Baumann und Herr Kopalla und wie sie alle heißen, die haben das im Parteiprogramm stehen. Bleibt dran, ne, teilt das Video, schreibt Kommentare drunter und ich sag mal, los geht's. So, meine lieben Zuschauer, ich bin jetzt nochmal auf der Seite von afd.de Grundsatzprogramm. Ne? Demokratie und Grundwerte. Ich weiß nicht, das ist alles vorlesen, aber das hier ist das Entscheidende, was bei der AfD steht. Die AfD setzt sich dafür ein, Volksentscheide in Anlehnung an das Schweizer Vorbild auch in Deutschland einzuführen. Also nach, ne, also eine direkte Demokratie. Und wir haben zwar Volksbefragungen oder hier irgendwo, was kann man da einreichen? Wie heißt das immer? Petitionen und so weiter, aber das alles Papierstapel im Bundestag, das interessiert keinen. Was das Volk will, interessiert ja keinen. Genau auch hier. Ne? Direktwahl des Bundespräsidenten, also ich sag mal, mehr Demokratie geht eigentlich nicht. Und das kann man hier, ne, freie Listenwahl. Ich sage ja auch schon in einigen Videos, man müsste eigentlich auch nur die Erststimme, dass man in, sage ich mal, in 400 Wahlkreisen, oder sagen wir 300 Wahlkreisen, kommt der erste und der zweite kommt in den Bundestag. Das heißt, die müssen sich alle neu profilieren. Manche gewinnen ja direkt, wenn sie gut sind, gute Politik machen, wird das auch honoriert vom Volk. Ja, und wenn man sieht, wer alles über Landesliste reinkommt, betrifft ja auch die AfD. So ist es ja nicht. Man müsste also das direkt mit Direktmandaten und dann hat man dann in den Wahlkreisen schon richtige Politik. Und die Abgeordneten im Bundestag und Landtag müssen sich denn da auch beweisen, da würde so eine Ricarda Lang bei weitem nicht oder eine Ursula von der Leyen damals, die hat nie ihren Wahlkreis gewonnen. Ne? Ja, gut, das wäre jetzt Björn Höcke genauso, der wäre jetzt auch nicht dabei. So ist das nun mal.
Ja, das muss man dann halt klar akzeptieren. Dann kommen halt dann neue Politiker oder neue Personen und dann auch maximal für 8 Jahre. Da wäre ich ja schon mal für. Aber jetzt geht es erstmal hier um die direkte Demokratie. Das habe ich jetzt bei ChatGPT mal eingegeben. Schalte ich euch jetzt mal um und schaut mal das Ergebnis. So, jetzt will ich hoffen, dass mir ChatGPT jetzt hier nicht abmeldet. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man hat. Das ist ja auch nur zeitlich begrenzt, weil ich habe jetzt hier das nicht abonniert. Also, ich versuche mal. Ich habe eingegeben, kennst du das Wahlergebnis von Thüringen 2024? Ne? Das sagt er mir ganz klar hier auch AfD 32,8, CDU 23,6. Naja, dann gibt er noch 13,1. BSW 15,8, aus dem Stand, dann macht er noch ein bisschen so einen Kommentar, das holt er sich denn hier raus, aus freie Enzyklopädie, ZDF Mediathek, er muss das ja auch irgendwo herholen. Und dann die Sitzverteilung, AfD hat 32 Sitze, CDU 23, Linke 12 Sitze, ist ja bekannt, ne? So, und dann habe ich geschrieben, wie würde die Sitzverteilung bei einer direkten Demokratie in Thüringen aussehen? Ne? Dann kommt dann hier das Ergebnis, AfD bekäme von den 88 Sitzen 28,9 Sitze, die CDU 20,8 und so weiter und so fort. Und dann wären das hier, und dann macht man den daraus, kann man ja nochmal, ich frage jetzt mal, wie würde dann die Regierung aussetzen? Dass man sagt, man macht eine Regierung aus, sag ich mal, 10, ich weiß nicht, ich frage mal, wie wäre die die Aufteilung in der Regierung Thüringen bei einer direkten Demokratie. Also man könnte ja jetzt sitzen, mit den Sitzen könnte man das ja auch dann mal gucken, was er hier rauswirft. Ne, jede Partei basieren auf ihren Stimmanteil. Entsprechend viele Ministerposten. Jetzt müssen wir natürlich wissen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ministerposten in Thüringen zu vergeben sind. Sagen wir mal 10. Mach ich mal 10 Ministerposten, dann würden die AfD würde 4 bekommen, die CDU würden 3 bekommen, Bündnis Sahre, jetzt müssen wir eben rechnen, was habe ich gesagt, 4, 3, da hätten wir 7, 4, 3, Wagenknecht bekommt 2 und die SPD bekäme einen Sitz. Als Beispiel. Und natürlich die AfD wird natürlich dann auch hier, weil die halt die stärkste Fraktion wäre, dann wäre das ganze Diskussion ausdiskutiert. Da gleich dann auch nachher mit den Ministerien, wie das denn hier so auch steht. Aber das finde ich viel gerechter und das spiegelt dann auch viel gerechter die Wahlergebnisse wieder. Jetzt wird wieder geschachert, gemacht, getan. CDU sagt dann vorher, wir haben eine Brandmauer, jetzt fällt die Brandmauer, jetzt machen die doch mit Wagenknecht zusammen, obwohl sie es vorher gar nicht gesagt haben und geben dann hier, was sie vor der Wahl gesagt haben, interessiert uns nicht mehr. Das hier sind ganz klare Zahlen und Verhältniszahlen, Prozentzahlen, die man dann nachher auf die Sitze und auf das auf die Regierungsbank mathematisch, sag ich mal, verteilen kann. Ne? Ich meine, das wäre viel gerechter und so müsste man das eigentlich auch handhaben, aber das wollen die Altparteien nicht. Ist denn auch ein Ansporn für die Altparteien, wieder mal Politik für das Volk zu machen. Ne? So wäre das denn hier verteilt, FDP wäre auch noch drin, sonst hätten die kleinen Parteien kämen auch noch mal da rein, warum nicht? Könnten dann auch mit hören oder ihre Interessen damit einbringen, fände ich viel gerechter, meiner Meinung nach, eine direkte Demokratie, das sage ich aber auch schon länger, und dann aber auch digital. Wir machen hier alles noch mit Papierform, alles mittlerweile digital. Hier, ich mache mal Schlusswort.
Ja, und nochmal, ich habe ja schon vor einem halben Jahr mal ein Video gemacht, ein Dreiteiler hier zu einer digitalen, direkten Demokratie, weil wir leben ja heute in Zeiten mit digitalem Ausweis, digitalem Pass soll kommen, digitale Krankenkarte, Geld, alles wird digital, alles aufs Handy. Warum soll man nicht auch digital wählen können? Da gibt's Verfahren mit, was weiß ich hier, Blockchain oder sowas, dass das geheim bleibt. Man kann das nachvollziehen, man kann das sofort aufrufen. Mein Wahlkreis kann ich aufrufen, alles, ne, das ist ja vielleicht heute auch schon möglich. Aber das muss ja dann alles noch von Hand, da sitzt ja immer noch einer zwischen. Und diese Wahlzettel, die liest sich doch keiner mehr durch, die werden immer länger. Und alles sehr umständlich. Ich bin dafür, dass man das auch irgendwie mal in die Erwägung ziehen muss, vielleicht mit Sarah Wagenknecht mal besprechen und mit Alice Weidel, die halt hier bestimmt dafür ein offenes Ohr haben. Ich werde auf jeden Fall für, weil wir alles ja hier digitalisieren und die Wahlen ist noch wie im 1949, hat sich seitdem nichts verändert. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr das finden würde. Was sagt ihr zu dem Wahlergebnis über eine direkte Demokratie, was ChatGPT hier rausgeworfen hat? Hochinteressant, finde ich. Und da wäre das Ganze diskutieren, was wir jetzt erleben in Thüringen und in Sachsen, wäre dann auch Geschichte. Weil die Zahlen geben es ganz klar her, wie die Machtverhältnisse sind. Das Volk hat gewählt, weiter Regierung bilden und weiterarbeiten. Da, dann sage ich bis zum nächsten Video, ne?